Mein Name ist Jürgen Schulz. Ich bin heute hier eingeladen und freue mich darüber. Vielen Dank, um über mein Buchprojekt zu sprechen und daraus ein Kapitel vorzustellen. Ich kam auf die Idee, dieses Projekt zu realisieren, weil mich die Inge Ammon angesprochen hat, doch an einer Demonstration teilzunehmen in München. Das war etwa vor Jahresfrist. Es trafen sich etwa 30 Personen vor dem Amtssitz des evangelischen Landesbischofs, um ihm ein Papier zu übergeben, dessen Basis in Palästina zusammengestellt wurde. Und da geht es darum, diesen Konflikt wieder in das Blickfeld zu rücken. Insbesondere in das Blickfeld der häufig falsch informierten oder desinteressierten Öffentlichkeit in unserer Republik. Was jetzt auch in Palästina geschieht und in Israel, bewegt uns Christen auch besonders. Und es gibt eine Organisation, Kairos Palästina. Es sind Christen, die diesen Schrei nach Hoffnung ganz besonders deutlich machten, bei der Gelegenheit, als das Gesetz von Netanyahu verabschiedet wurde, dass das palästinensische Westjordanland jetzt auch offiziell Israel gehört. Und sie ein Recht haben, nicht nur zur Besatzung, sondern es einzukassieren. Es war ein großer Aufschrei unter uns allen, die wir das mitbekommen haben. Jetzt kam dieser Brief von Palästina, von den Christen, Kairos Palästina, Schrei nach Hoffnung. Nämlich endlich zu handeln. Ein Aufruf zur Entscheidung und zum Handeln. Auch schon ausgehend von dem Gedanken, man kann doch nicht Gott dienen und dann gleichzeitig ein Volk und zur Unterdrückung von Palästinensern schweigen. Wurde dann organisiert und wir haben alle, die da involviert sind mit diesem Land und mitfühlen und mitdenken, eine Demonstration vor den Bischofsämtern, katholischen wie evangelischen, in der ganzen Bundesrepublik und überall in den Landeskirchen, wo der Sitz eines Bischofs ist, da fand dann eine Demonstration statt mit dieser Übergabe dieses Briefs, der Schrei nach Hoffnung. Die Aufforderung zum Handeln, endlich. Und da war Jürgen Schulz auch mit dabei, da war ich sehr, sehr froh davon. Wir waren eine große Gruppe und es gab das Gefühl, es geschieht etwas. Aber es geschah eigentlich nichts. Die Gruppe, die vor dem Bischofssitz stand, wartete auf den Landesbischof. Aber er kam nicht. Er schickte seine Sekretärin, die ihren Dienstherrn entschuldigen ließ. Und wir waren alle enttäuscht. Und ich dachte, aus dieser Enttäuschung heraus muss etwas Positives entstehen. Und befragte mich mit den Freunden, die wir dort ziemlich verstreut auf der Treppe eines Gebäudes standen, was kann denn passieren? Soll man nicht die Situation in Israel und in Palästina aufrollen, zu Papier bringen, insbesondere um den Menschen, die Menschen zu diese Menschen zu schätzen, die sich täglich oder in ihrer Lebenszeit aktiv für Frieden, Versöhnung, Klärung in diesem Konflikt eingeschaltet haben. Und da bin ich hier vor Ort und da möchte ich jetzt die Gudrun ansprechen, der Gudrun begegnet, die eine sehr detaillierte, nach meinem Verständnis, eine sehr detaillierte Stellungnahme dazu geben könnte, was eigentlich dieser Konflikt aus Ihrer Sicht bedeutet.
Mein Name ist Gudrun Weichenhahn-Mehr. Ich bin Krankenschwester und ich habe einige Jahre in Israel gelebt. Ja, möchtest jetzt ein Buch herausgeben mit vielen interessanten Geschichten. Ein Teil der Leute kenne ich und weiß, die werden sicher gute Beiträge leisten. Und ein Teil der Leute kenne ich nicht, kenne aber die Organisation, in der zum Beispiel ein Mann ist einer der besten Organisationen, die man sich denken kann, um zu Lösungen zu kommen, nämlich die Combatants for Peace, die auch jedes Jahr im Mai die alternative Gedenkfeier machen. Da sind Leute drin, die sind auch stur lösungsorientiert. Und was anderes ist ja eigentlich wenig sinnvoll, oder? In so einem verrannten und destruktiven Konflikt. Ich habe in das Buch nicht geschrieben, ich gebe es nur heraus, habe einen eigenen Beitrag da drin aus meinen eigenen Erfahrungen, die ich in Palästina erleben durfte. Und ich denke, dass die Leute, wie ich es schon versuchte klarzumachen, es verdient haben, dass man ihre Geschichte schreibt. Ihre Beteiligung, ihre Lebenserfahrungen, ihren, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht nur jahrelangen, sondern jahrzehntelange Arbeit vor Ort. Und da möchte ich nur beispielhaft nennen Roni Hammermann. Roni Hammermann ist inzwischen 80 Jahre. Sie hat den Aachener Friedenspreis erhalten für ihre Arbeit. Roni Hammermann gehört zu den Mitbegründerinnen der Checkpoint Watch. Das heißt, diese Frauen, es sind in erster Linie Frauen ihrer Generation, die die Situation an den Checkpoints detailliert beobachten, dokumentieren und die Diskriminierung, die die Palästinenser dort erfahren, letztlich in die Öffentlichkeit tragen. Und ich freue mich, dass Roni Hammermann ein Kapitel in diesem Buch geschrieben hat. Ein weiteres Kapitel schreibt ein alter, vom Lebensjahr her alter Palästinenser, der zu den Vertriebenen gehört, der die Nakba, das heißt die Flucht und Vertreibung durch das israelische Militär in den Jahren 48, 49 selbst erlebt hat. Und diese Organisation heißt Sochot. Sie dokumentiert die Erfahrungen dieser Menschen und leistet gleichzeitig Versöhnungsarbeit, indem sie Israelis einlädt, die inzwischen verlassenen Dörfer zu besuchen und die Lebensgeschichten der Menschen wieder lebendig macht, die dort einmal gelebt haben. Das hat auch, denke ich, eine Verbindung nach Deutschland. Das ist eine Sache, die viele, viele ältere Leute haben, die tatsächlich das miterlebt haben, dass die ihre Schlüssel noch aufheben. Und diese Bewegung, das haben ja Israelis gegründet, um sich zu erinnern auch an die Geschichte der anderen. Die versuchen, das Gedenken an die Kultur der Palästinenser, die dort gewohnt haben, aufrechtzuerhalten. Und damit natürlich auch aufzuarbeiten, was ist da überhaupt passiert. Nicht nur, weil sie einfach verschwindet, Kulturen verschwinden wohl mal, aber die auch zum Teil gezielt zerstört wird. Das wiederzuholen und zu sagen, so wollen wir das, wir wollen das nicht unwidersprochen geschehen lassen. Also ich denke, dass diese Erinnerungskultur wichtig ist, weil sie das Kernproblem des Konflikts betrachtet, nämlich die Rückkehr der Flüchtlinge in ihre ehemalige Heimat. Und viele Palästinenser erklären, bevor das nicht gelöst ist, können wir keinen Frieden mit Israel haben. Das ist eine der wichtigsten Fragen, die ansteht, um diesen Konflikt letztlich zu lösen. Dabei ist allen bewusst, von der palästinensischen Seite und Israel und auch von der israelischen Seite, dass eine Rückkehr 1:1 nicht möglich sein wird,
Aber eine Anerkennung der Massaker und Verbrechen, die dort geschehen sind, und gegebenenfalls eine Entschädigung, das ist die Voraussetzung eines friedlichen Miteinanders. Ich möchte jetzt den Text lesen von Nahum Olczyk, einem israelischen Patrioten und Offizier der israelischen Armee, der ein Aha-Erlebnis hatte, das auch in diesem Text detailliert zur Sprache kommt. Ich habe das Kapitel überschrieben mit Der Soldat und das Kind. Nahum Olczyk schreibt: Mein Name ist Nahum Olczyk. Ich bin 69 Jahre alt und israelischer Patriot, so wie ich es mein ganzes Leben lang war. Meine Geschichte beginnt in der Mitte einer Winternacht in dem palästinensischen Dorf Abassan el-Kabir im Gazastreifen. Ich war Offizier einer Mission mit meinen 7 Männern. Wir waren im Inneren eines palästinensischen Hauses, im Schlafzimmer der Familie. Wir weckten sie in der Nacht. Wir veranlassten sie, nach draußen zu gehen, um irgendwelche Schriftzüge an der Außenwand ihres Hauses zu übertünchen. Die Familie hatte Angst. Die Kinder weinten. Alle waren geschockt. 7 Soldaten in voller militärischer Ausrüstung richteten ihre geladenen Waffen auf sie. In unserem gebrochenen Arabisch, gemischt mit Englisch und Hebräisch, versuchten wir ihnen zu erklären, was wir wollten. Es brauchte eine Weile, bis sie uns verstanden, doch dann folgten sie unseren Anweisungen. Wir gingen zurück zu unseren Jeeps und setzten unsere Route zu einem anderen Haus und dann zum nächsten fort. Wir wiederholten diese Handlungen 20 bis 30 Mal in einer Nachtschicht. Noch ein Hinweis: Wurde die Haustür nicht schnell genug geöffnet, rissen wir sie mit einem Kabel, das am Jeep befestigt war, raus. Unser Trupp war nicht allein unterwegs. Es gehörte zur Routine der nächtlichen Aktionen im Gazastreifen während der ersten Intifada. Wir hatten den Befehl: Bekämpft den Terrorismus. Es dauerte Jahre, bis ich verstand, was es wirklich bedeutete. Kampf gegen den Terrorismus war es nicht. Um es klar zu sagen, die Familien, die wir nachts aus dem Schlaf rissen, hatten nicht die Parolen an ihre Hauswände geschrieben. Wir machten noch nicht einmal den Versuch, die wahren Akteure zu finden. Ungefähr ein Jahr später, wieder zur Winterzeit, waren wir für einen Monat im gleichen Dorf stationiert. Die gleiche Mission, alles wiederholte sich. Terrorbekämpfung durch Terroristen von Menschen, in denen Häuser wir mitten in der Nacht eindrangen. Sie zwangen, eine Schrift an der Hauswand zu übertünchen, die sie nicht geschrieben hatten. Das waren die Aktionen während der Nachtschicht. Am Tage erledigten wir andere Aufgaben gleicher Art der Terrorbekämpfung: Bedrängen der Zivilbevölkerung, um deren Leben weiter zu erschweren. Ein Jahr später war ich erneut im Gazastreifen stationiert, diesmal auf der anderen Seite der Mauern. Die Siedler des Gazastreifens lebten in isolierten Gebieten, umgeben von Zäunen und Mauern. Unsere Aufgabe bestand darin, die Siedler zu verteidigen und ihnen zu helfen, ihr tägliches Leben und der Bedrohung der palästinensischen Angriffe zu führen. Wir begleiteten sie auf den Straßen mit unseren Jeeps. Wir begleiteten ihre Kinder auf dem Schulweg oder zum Schwimmbad oder wohin sie sonst noch unterwegs waren. Wir bewachten die Übergänge zwischen den Gebieten der Palästinenser und der Siedler. Das war Ende der 80er, vielleicht Anfang der 90er Jahre, während der ersten Intifada, des ersten Aufstands der Palästinenser gegen die dauerhafte israelische Besatzung.
Von dieser Zeitphase machen wir einen großen Sprung in Zeit und Raum bis Januar 2020 zur Universität in Witten in Deutschland. Ich war dort als Sprecher der Kämpfer für den Frieden, Combatants for Peace, eingeladen. Eine Bewegung von Palästinensern und Israelis, die versuchen, zwischen Palästina und Israel Frieden zu schaffen, durch persönliche Begegnungen und Gespräche zwischen Palästinensern und Israelis. Das ist unser Weg, wie wir gewaltfrei Frieden erreichen wollen. Ich wurde zu einer Fachkonferenz von Psychologen und Therapeuten eingeladen, um meine Geschichte in Bezug auf den Konflikt zwischen Israel und Palästina zu erzählen. Als ich dort stand und sprach, kam mir ein Bild in den Sinn. Die meisten von Ihnen kennen wahrscheinlich dieses berühmte Foto eines 10-jährigen jüdischen Jungen, der seine Hände in die Luft reckt, bedroht von einem Nazi-Offizier, der mit seinem Gewehr auf das Kind zielt. Ich glaube, die Assoziation entstand dadurch, dass ich mich in diesem Augenblick in Deutschland befand. Je intensiver ich über dieses Bild nachdachte, umso klarer sah ich mich in diesem Bild in zwei Rollen. Auf der einen Weise war ich das jüdische Kind mit erhobenen Händen. Doch gleichzeitig war ich auch der Soldat, der auf das Kind zielt, genau wie in meinen Erinnerungen an diese Nächte im Gazastreifen. Ich versuche ausdrücklich nicht, mich oder einen israelischen Soldaten mit einem Nazi-Soldaten zu vergleichen. Ich schlage auch keinen Vergleich vor zwischen unseren Aktionen im Gazastreifen mit den Geschehnissen zur Zeit des Holocaust. Doch war die Ähnlichkeit der dargestellten Situation mit meinen Erinnerungen an die Nächte in Gaza für mich nicht leicht zu verarbeiten. Ich habe mich immer als ehrlichen, humanistischen, friedlebenden israelischen Patrioten gesehen. Und hier fand ich mich mit diesen verwirrenden Gedanken wieder. Es war nicht leicht zu verstehen, denn es war plötzlich irrational. Ich hatte mich nie als brutalen Soldaten oder so etwas gesehen. Doch war hier ein Zusammenhang mit diesem Bild, der wirklich seltsam war. Etwas, das ich nicht negieren konnte. Ich fing an, mir Fragen zu stellen. Mein familiärer Hintergrund liegt im Herzen der zionistischen Bewegung. Meine Vorfahren väterlicherseits sind tief in der Geschichte Israels verwurzelt. Meine Großmutter wurde in Jerusalem geboren, dort lebte ihre Familie seit vielen Generationen. Mein Großvater väterlicherseits kam bereits 1892 mit der ersten Einwanderung nach Israel. Meine Mutter kam Anfang der 30er Jahre des letzten Jahrhunderts mit der zionistischen Bewegung Gorgonia ins Land. Meine Eltern trafen sich Ende der 30er Jahre im Kibbutz Degania und heirateten. Mein Vater war an der frühen Bildung der israelischen Streitkräfte beteiligt. Er diente als Offizier während des Unabhängigkeitskriegs von Israel, nahm an einigen der schwierigsten Schlachten teil, als Offizier war er hochgeschätzt. Das Kibbutz, in dem ich 1951 geboren wurde 1920 im Jordantal gegründet. Es war das vierte Kibbutz in Israel. Levi Eshkol, der Premierminister Israels während des Sechstagekriegs, war unter seinen Mitgliedern und Kadesh Luz, der Sprecher der Knesset, zusammen mit vielen anderen einflussreichen und wichtigen Personen aus dem Herzen der zionistischen Bewegung. Meine Kindheit im Kibbutz war glücklich. Wir genossen ein Paradies der Freiheit, unverstellte Natur, das Schwimmen im See Galiläa oder im Jordan. Es war einfach wunderbar. Die Menschen in Kibbutz waren meist sehr nette und gebildete Leute und es fühlte sich an wie eine große und herzliche Familie. Aber das Leben war immer mit einem Gefühl von Gefahr und Angst verbunden. Dieses Teil des Erbes des Unabhängigkeitskrieges, als Degania fast von der syrischen Armee eingenommen wurde. Viele Mitglieder des Kibbutz wurden in diesem Angriff getötet und verletzt. Später, als 5-jähriges Kind,
hatte ich die Erinnerung an die Sinai-Operation, bei der Israel zusammen mit Großbritannien und Frankreich Ägypten angriff, um den Suezkanal und die Sinai-Wüste zu erobern. Ich erinnere mich, dass meine Mutter sich um meinen Vater Sorgen machte, der für den Krieg mobilisiert wurde. Es dauerte 2 oder 3 Wochen, bis er zurückkam. Später gab es verschiedene militärische Aktionen rund um die syrische Grenze in der Nähe unseres Kibbuz. Israel und Syrien nahmen sich gegenseitig mit Gewehrkugeln und Granaten ins Kreuzfeuer. Ich erinnere mich, dass ich als Kind viele Nächte im Luftschutzbunker schlief, erschreckt vom Donner der Kanonen. Später, im Jahr 1967, gab es den Sechstagekrieg. Ich war 16 Jahre alt. Wir waren sicher, dass die syrische Armee wieder in die Gania einfallen würde und trafen Vorbereitungen, das Kibbuz zu verteidigen. Alle jungen Männer wurden zur Armee eingezogen. Die Älteren, die nicht rekrutiert wurden, erhielten veraltete Waffen wie Bazookas zur Panzerabwehr, Maschinengewehre aus dem Ersten Weltkrieg. Die Männer verteilten sich in den Feldern, bereit, das Kibbuz gegen einen Angriff der syrischen Armee zu verteidigen. Als Jugendlicher, zusammen mit meinen Klassenkameraden, war es unsere Aufgabe, Munition und Essen in die vordersten Linien zu bringen und bei der Kommunikation mit dem Hauptquartier zu helfen. Es fällt schwer, das Ausmaß an Spannung und Angst, die wir zu dieser Zeit fühlten, zu beschreiben. Und noch mehr das Erstaunen und die Erleichterung, die wir nach ein paar Tagen erlebten, als der Krieg zu einem großen Sieg wurde. Natürlich gab es keine Invasion und wir mussten auch nicht um das Kibbuz kämpfen. 3 junge Männer von Degania, die in der Armee gedient hatten, wurden getötet. Ich erinnere mich, wie Trauer und Leid, Euphorie und Erleichterung ob des großen Sieges sich miteinander verbanden. Während meiner Schulausbildung lernte ich viel über das Erbe des jüdischen Volkes aus der Zeit der Bibel bis zur jüngsten israelischen Geschichte, bis zur heroischen Gründung des Staates Israels. Unsere Geschichte empfand ich wie eine Kette von Überlebenskämpfen gegen die vielen Feinde des jüdischen Volkes. Es beginnt mit der Bibel, setzt sich fort zu den Römern. Nach 3 jüdischen Aufständen, die Römer, die Juden aus Israel in die Diaspora trieben. Schließlich die Pogrome und die Verfolgungen, die wir in Europa und anderen Orten der Welt erlitten. Aber über allem stand die Erinnerung an den Holocaust, der unglaublich schrecklichen Tragödie, die unser Volk fast vernichtet hätte. Ich war 10 Jahre alt, als der Eichmann-Prozess stattfand. Der Prozess wurde vollständig im Radio übertragen. Wir haben das meiste davon gehört. Die Zeugnisse der Überlebenden haben mich tief berührt. Doch im Gegensatz zum Vermächtnis des Überlebens und der Verfolgung hatten wir auch ein anderes nationales Erbe. Das Erbe des Heldentums und der Stärke, das sich in der Gründung des Staates Israel manifestierte. Die heldenhaften Taten des Unabhängigkeitskrieges und des Stolzes auf die Kraft der israelischen Armee. Diese beiden Wahrnehmungen waren miteinander verbunden. Einerseits waren wir schwach und verwundbar, verfolgt und immer in Gefahr. Andererseits waren wir überzeugt, ein mächtiges Volk zu sein, so als könnten wir alles erreichen, auch gegen die stärksten Kräfte der Welt. Als es an der Zeit war, mich der Armee anzuschließen, meldete ich mich freiwillig einer Elite-Kommandoeinheit des Geheimdienstes. Ich diente dort ungefähr 2 Monate. Dann wurde ich zu einer Panzerspäheinheit versetzt, die logistische Informationen für die Kommandeure erkundete. Später wurde ich in dieser Einheit Offizier. Im Yom Kippur-Krieg war ich an der Südfront eingesetzt, die ägyptische Armee vor Augen. Das war ein schwieriger, fürchterlicher Feldzug. Wir wurden vom Feind überrascht und hatten das Gefühl, als ob das Ende Israels wieder einmal sehr nahe war. Ich hatte schon vor der Überquerung des Suezkanals an Schlachten teilgenommen und später in der Schlacht um die Stadt Suez. Meine Brigade erlitt viele Verluste und ich verlor ein paar gute Freunde, die ich bis jetzt vermisse. Dieser Krieg machte für mich beide E Elemente unseres nationalen Erbes überhaupt überaus deutlich.
einerseits verfolgt und immer in großer Gefahr ausgesetzt und andererseits der mächtigen Stärke und des Heldentums unserer Nation bewusst. Der zweite Krieg, an dem ich teilnahm, war der erste Libanonkrieg 1982. Wieder war ich Offizier einer Panzerspeereinheit. Wir marschierten mit dem erklärten Ziel, in den Libanon ein, gegen die PLO zu kämpfen. Dieser Krieg erschütterte mein Vertrauen in das, was in Israel vor sich ging. Ich bemerkte einige seltsame Dinge. In der Knesset gab es eine Debatte über das Vorrücken der Armee in den Libanon. Bis zu 40 Kilometer waren vereinbart, während wir uns schon 80 Kilometer im Landesinneren befanden. Es wurde mir klar, dass jemand der Knesset nicht die Wahrheit über die Situation sagte. Für mich war das wirklich sehr befremdlich. Zum ersten Mal begann ich zu zweifeln. Und da war noch etwas, das mich verwirrte. Die Truppenstärke des israelischen Militärs, die im Libanon zum Einsatz kam. Wir hätten damit Europa erobern können. Unsere Truppenstärke stand in keinem Verhältnis zu unserem Auftrag, den Widerstand der PLO zu brechen. Später wurde mir klar, dass mein Verdacht richtig war. Die Absicht Ariel Sharons, des israelischen Verteidigungsministers, war es, die syrische Armee zu veranlassen, sich mit der israelischen Armee auseinanderzusetzen. Die Konfrontation der beiden Streitkräfte sollte als Ausrede dienen, die syrische Armee tief in das Landesinnere Syriens zu jagen. Es galt, Syrien zu erobern, um dann mit der mächtigen israelischen Armee eine neue Ordnung im Nahen Osten zu schaffen. Gott sei Dank, das misslang. Unter den Folgen des Krieges waren die Massaker von Sabra und Shatila, ausgeführt von der christlichen Miliz mit Duldung der israelischen Armee. Nach Berichten des Roten Kreuzes wurden über 2000 Palästinenser, darunter Frauen und Kinder, in den Vororten von Beirut getötet. Anderen Berichten zufolge waren es wahrscheinlich bis zu 4000 Opfer oder mehr. Dieses Massaker war keine normale militärische Aktion. Es war eher ein Kriegsverbrechen. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ich trug die Uniform der Armee, die es zugelassen hatte. Ich denke, die nächste Etappe meiner Geschichte ist die Rückkehr zur Zeit der ersten Intifada. Das Zimmer, in dem ich mit meinem Gewehr auf diese Familie zielte. Später stellte ich mir die Fragen: Wo bin ich und wer bin ich und warum bin ich überhaupt dort einmarschiert? Hier treffen wir uns, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, genau hier in meiner Geschichte. Und ich frage mich, ob Sie mir vielleicht bei diesen Fragen helfen könnten. Ehrlich gesagt, ich glaube, das, was mir widerfahren ist, kann jedem passieren. Ich habe mich immer als guten oder zumindest als normalen Menschen gesehen. Ich hätte nie gedacht, dass ich etwas mit dem Bild des Kindes zu tun haben würde, des Nazisoldaten, der mit seinem Gewehr auf dieses Kind zielte. Noch mit der Vorstellung, dass die Armee, in der ich diente, an schrecklichen Ereignissen wie dem Massaker von Sabra und Shatila beteiligt sein könnte. Wenn ich meine Geschichte bis jetzt überdenke, komme ich zu dem Ergebnis, dass etwas Tiefsitzendes und Falsches meine Lebenswirklichkeit kontrolliert. Es gibt eine Verbindung zwischen meinen einfachen und ehrlichen Vorstellungen von Gut und Böse und dem, wohin und wodurch ich mich steuern lasse. Es ist, als würde ich in einer Strömung schwimmen, die mich trägt, ungeachtet dessen, wohin ich möchte. Ich denke, es hat viel mit meiner Erziehung und Ausbildung zu tun, die mich dazu brachten, andere Menschen zu diskriminieren, weil ich sie als eine mögliche Bedrohung meiner Existenz wahrnahm. Diese Sichtweise erlaubte mir oder zwang mich sogar zu handeln, wie ich es in der Armee getan habe. Wenn ich jetzt versuche, die Ursachen dafür zu betrachten, sehe ich, dass es nicht von ungefähr kommt und dass es auch nicht etwas, das kurzfristig entstanden ist.
Es gibt keine bestimmte Person, die verantwortlich ist, aber es hat tiefe und weit verbreitete Wurzeln in meiner Lebensgeschichte und in dem kulturellen Erbe, das ich in mir trage. Es scheint, dass das Gefühl von Gewalt und Diskriminierung, das in mir ist, einen Widerhall der Gewalt und Diskriminierung ist, das mein Volk erlitten hat. Doch es geht jetzt in eine neue Phase über. In der alten Phase sind wir die Opfer. Jetzt in der neuen Phase sind wir, die wir das Versprechen gaben, lasst es nie wieder geschehen, möglicherweise die Täter. Ich glaube nicht, dass es gute oder schlechte Menschen gibt, aber ich bin überzeugt, dass wir diesen Kreislauf von Gewalt und Diskriminierung stoppen müssen, der über Generationen fortgesetzt wird. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir Juden und Deutsche uns auf Augenhöhe begegnen und einen neuen Dialog beginnen, in dem es nicht um angemessene Entschuldigung oder Wiedergutmachung geht, sondern darum, dass wir wirklich gesunden. Gesunden, indem wir der Gewalt ein Ende setzen, damit sie sich nicht in Zukunft in unseren neuen Generationen fortsetzt. Epilog. Wenn ich mir ansehe, was zwischen uns, Israelis und den Palästinensern geschieht, sehe ich Gewalt, die auf dem Nährboden von Diskriminierung wächst und der Angst vor allen möglichen Bedrohungen. Manchmal sind es echte, doch in den meisten Fällen sind es falsche Bedrohungen. Für mich ist das alarmierend und ich verbinde es mit unserer Vergangenheit. Ich kann sehr gut verstehen, wie Panik und Posttrauma, die wir Juden und Israelis erlebt haben, in die gegenwärtige Situation und in die gegenwärtige Politik einfließen. Das ist es, was zu gewalttätigen Situationen führt und Leute wie mich dazu bringt, ihr Gewehr auf Kinder und Babys zu richten. Wenn ich mir unsere Wahrnehmung der Vergangenheit und der Gegenwart ansehe, sehe ich eine posttraumatische Denkweise. Ich sehe, dass wir Israelis unseren Standpunkt gewissermaßen rechtfertigen, aus der enormen Angst heraus verfolgt und vernichtet zu werden. Eine Angst, die uns zwingt, alles zu tun, um das zu vermeiden. Ich sehe dies als eine der stärksten Auswirkungen des Holocaust auf das jüdische Volk und eine der gefährlichsten, wenn nicht sogar die gefährlichste Auswirkung auf die Zukunft des jüdischen Volkes und Israels. Doch wenn ich die deutsche Haltung gegenüber Israel, gegenüber der Vergangenheit und gegenüber dem Holocaust betrachte, sehe ich, dass die Deutschen den Holocaust vor allem unter dem Aspekt der Schuld sehen, die sie sich an den Vorgängen und der Vergangenheit geben. Sie zögern oder vermeiden die dynamischen Auswirkungen des Holocaust auf die Gegenwart und Zukunft des jüdischen Volkes zu sehen. Vielleicht ist es das Posttrauma der Schuldgefühle und der Scham unter dem Deutschen, unter dem das deutsche Volk leidet. Es verhindert, dass Deutschland eine umfassende und reife Verantwortung für die Folgen übernimmt, indem es der Gewaltspirale zwischen Israel und Palästina Einhalt gebietet. Ich denke, dass wir gemeinsam Verantwortung für die wachsende Gewalt in uns selbst und um uns herum übernehmen sollten. Diese Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, die Vergangenheit zu kitten. Das ist im Grunde auch gar nicht möglich. Ich denke, wir müssen uns auf die Gegenwart und Zukunft konzentrieren und alle erforderlichen Anstrengungen unternehmen, um das Wiedererwachen von Gewalt und Diskriminierung in der gegenwärtigen Politik zu verhindern. Wenn es uns gelingt, in dieser Richtung zusammenzuarbeiten, bin ich überzeugt, dass es ein guter Anfang für die Heilung der Wunden der Vergangenheit ist. Für alle. Mir ist übrigens eine Geschichte eingefallen während meines Südafrika-Aufenthaltes, die mir berichtet wurde von einer Taufe. Der Familienvater, die Angehörigen, Paten, alles dabei, wunderschöne Zeremonie. Und mitten bei der Taufe bricht der Vater zusammen, Ohnmacht, Unterbrechung. Und erst später
als er wieder da ist, zu sich kommt, erzählt er, dass er das Bild vor sich gesehen hat, wie er als Soldat in Namibia beim Kampf durch die Hütten in eine dieser Hütten eingedrungen ist und einfach nur wild um sich geschossen und entdecken musste, dass es eine Familie war und Kinder. Und dieses tiefe Erschrecken hat ihn dann auch auf einen anderen Weg gebracht. Er hat dann einer Organisation angehört, die für Frieden und für Versöhnung eintreten. Ja, das fällt mir ein. Mich würde interessieren, Jürgen, was würdest du dir wünschen für diese Leute, für diese Gegend oder auch für dich, der du selber dort schon gewesen bist und Dinge gesehen hast? Also wenn ich jetzt sage, ich würde mir ein politisches Ziel wünschen, dann greift das viel zu weit. Aber ich würde mir wünschen, dass all die Menschen, die aktiv sich für Aufklärung und für Versöhnung einsetzen, dass die belohnt werden mit ihrem Anliegen. Ich habe die Roni Hammermann vorgestellt. Ich würde mir wünschen, dass die Diskriminierung an den Checkpoints aufhört. Wenn ich daran denke, Jugend gegen Siedler, ich würde mir wünschen, dass die Siedler ihre Aktionen sein lassen, dass die Palästinenser wieder ungestört ihre Olivenbäume abernten können. Ich würde mir wünschen, dass man in den Krankenhäusern die Palästinenser gleich behandelt wie die Israelis. Ich würde mir wünschen, dass in der israelischen Gesetzgebung die Palästinenser nicht diskriminiert werden, sondern dass sie vollwertige Bürger dieses Landes sind, obwohl sie einer anderen Ethnie angehören. Ich würde mir wünschen, dass das Freiluftgefängnis Gaza geöffnet wird. Ich würde mir wünschen, dass die Hamas ihren Hass sein lässt. Ja, und ich fahre da fort, so ein Projekt wie Ferien vom Krieg, dass sich die Kinder und Jugendlichen der verfeindeten Gruppen treffen, dass Dialoge stattfinden, dass sie sich kennenlernen, dass sie austauschen, dass sie auch über ihre Leiterfahrungen sprechen können, empathisch sind, zuhören und dass das gefördert wird auf allen Ebenen, wie überhaupt Frieden möglich ist zwischen Völkern. Und das wird ja leider verhindert. Wir haben ja eine ganz eigene Gruppe, Palästinenser und die Israelen haben ganz verschiedene Narrative. Die Schulbücher sind ja schon ganz verschieden. Und da geht es um ein Kennenlernen miteinander. Es sind aber überall Mauern, Mauern, Mauern. Und die Mauern mussten weg. Das ist mein großer Wunsch. Diese Riesenmauer quer durch das Land. Ja, die eine Seite hilflos, kann nur ihre Grafiken und ihre Zeichnungen drauf machen und ihre Bilder drauf, ihre Wut an diesen Mauermalereien loswerden. Aber was hilft es? Es muss konkret was passieren. Und dazu dürften wir in Deutschland Hilfestellung geben. Wo es das Schwierige ist ja, wenn wir Kritisches sagen, dann sind wir sofort, werden wir in eine Ecke geschoben. Aber der Weg des Dialoges, da kann ja eigentlich niemand etwas dagegen haben. Und das ist etwas, was ich mir wünsche. Das ist ein langer Weg dahin. Aber dass du die Notwendigkeit erkennst, dass du miteinander reden musst, dass du Respekt haben musst auf beiden Seiten. Und auch das Machtgefälle spielt einem ja immer rein. Ne? Das vergisst man manchmal, wenn man die Macht gerade hat. Aber dass du Respekt hast und miteinander redest, das ist das Wichtige. Ne? Und das haben die in diesem Combatants for Peace, wo der
wo der Nachum sich engagiert hat. Das haben die kapiert, das haben die begriffen. Dass man reflektiert, sich auseinandersetzt mit solchen Sachen und dass man nicht diese Hetze, die so in geworden ist, die so an Schwung zugenommen hat, die bringt einem ja nichts als Destruktion. Ich fürchte auch, die Angst wird dann auch noch oft geschürt. Es kommt mir so oft vor, dass Angst geschürt wird, damit auch die Rüstung legitimiert ist. Eine Angst vor einem neuen Krieg, vor Artillerie, vor Bomben, die ist noch ganz tief in mir, nach so vielen Jahren, nach 80, mehr als 80 Jahren. Also das ist doch nicht zu fassen. Und ich denke, sowas muss man doch wahrnehmen und dann verstehen, warum ich dann heute auch ganz stark mich für die Friedensbewegung und für Gerechtigkeit einsetze. Und diese Spirale der Gewalt, das immer weiter so, die soll gestoppt werden. Und da macht er das ist eben das Konstruktive an dieser Geschichte von Jürgen, hier mal innehalten und wie geht es anders? Und da ist für mich der Dialog, die Möglichkeiten zu schaffen dafür, ja, unter Frauen, unter Deutschen und dass wir uns treffen, auch wir in Deutschland, weil wir eben eine ähnliche Gewaltgeschichte haben, die auch immer noch nicht, die aufgearbeitet werden muss. Immer wieder merken wir das doch, bei vielen Gelegenheiten, bei Erinnerungstagen, nicht 8. Mai.